Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 Separate Ways. Leute, ich werde den Part nicht ganz aufnehmen, sondern muss zwischendrin einen Cut machen, weil ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, aber ich habe auch keinen Speicherpunkt hatte. Heißt, ich wollte jetzt nicht einfach gucken, wo mein Speicherpunkt endet. Oder wie viel ich davon halt quasi nochmal machen muss mit Pech. Das war nicht so klug, ne? Hm. Wartet mal. Das war doch vielleicht klüger, als ich dachte. Daher schauen wir mal, ob ich jetzt in hoffentlich 15 Minuten... Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ob in 15 Minuten... einen Speicherpunkt finde oder von mir aus auch einen gnädigen Herrn, der mir Sachen verkauft. Daher kann ich die Lampe eigentlich runterschießen? Nicht schlecht, ne? Schnischt über ab. Und nach unten. Ah! Louise! Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Was ist das? Notiz von Luis. Ada, ich hoffe, du liest das und niemand anderes. Das hat er hier frei offen liegen lassen. Ich gehe in die Minen, um Leon zu suchen. Ramon hat in einer seiner Lautsprecher durchsagen, was davon gefaselt, dass ihn da unten der Tod erwartet. Was auch immer das bedeuten soll. Du kommst über die Wasserstraße hin. Der ganze Bereich ist ziemlich gefährlich und verwinkelt. Aber ich werde ein paar Markierungen für dich hinterlassen. Oh nein! Er kennt sich hier tatsächlich bestens aus. Die Minen! Ihr wisst, was das heißt für Luis. Amer Luis. Amer Luis. Ich weiß nicht, ob ich das verkrafte, wenn ich ehrlich bin. Also Leon hätte das jetzt unmöglich geschafft, ne? This way! Geil. Damit man auch ja nichts übersieht. This way. Ein Seidenkristall. War das der Schatz? Ich glaube ja. Wow, da sind ganz viele Schätze. Auch irgendwo ein Händler? Ratten. Blitzermotzer. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich nicht nur so einen automatischen Speicherpunkt hätte. Ist das ein Nest? Hoffentlich springt mich nicht gleich was an. Ada ist wie jede Frau, sie hasst Insekten. Oder wie viele Frauen, entschuldigt. Ich wollte das jetzt nicht pauschalisieren. Wenn es unter euch Frauen gibt, die Insekten geil finden, dann ist das fein. Das ist völlig frei von... Was? Ist das verschlossen? Völlig frei von Tadel oder so. Aber es gibt genug Frauen wie mich jetzt zum Beispiel, die Insekten einfach widerlich finden. Wie komme ich denn da rein? Da ist doch eine Stelle und da kann ich nicht drüber. Nee. Ey, da kann ich über eine Brüstung springen. Okay. Oh nein, sie sind mir zu schnell weggerannt. Na dann. Händler, ich könnte dich wirklich heftig gebrauchen. Hier ist ein Schatz und ich höre ihn auch. Das habe ich alles noch so aus Resident Evil in Erinnerung. Da komme ich einfach nicht hin. Das ist doch mies. Ein Händler! Oh Gott. Da gehe ich nicht rein. Wo gehst du nicht rein? Zum Händler? Gehst du nicht rein? Warum? Vergiss es. Wir müssen zum Händler. Wie, da gehst du nicht rein? Du gehst sehr wohl da rein, wenn ich das sage. Ja?
Gott, die habe ich ganz vergessen, die ekligen Viecher. Aber das ist der Händler, zum Glück. Glitschiges Zeitbewohner, was der Herren das Wasser verkaufen. Gregus Wasserstraße. Okay. Ey, yo, Kumpel. Dein Auftrag ist vom Tisch, was? Jo. Wirklich? Chroniken der Familie Salazar Wasserstraße. Viele Jahre war die Wasserstraße unter der Burg in Vergessenheit geraten. Unserer Aufzeichnung zufolge wurde sie zu Zeiten der dritten Generation, also im Auftrag von Graf Gregorio, dem Architekten, erbaut. Seine Beweggründe für die Errichtung des Kanals sind unklar, aber möglicherweise bezweckte er damit, die Insekten fernzuhalten, die seinen Vorgänger Graf Hibolito so geplagt hatten. Wasser ist für die Familie Salazar immer ein Symbol der Reinheit. Ist für die meisten ein Symbol der Reinheit. Ich meine ja nur. Gregorius Wasserstraße wurde während der Aushebung eines unterirdischen Tunnels auf Befehl des Grafen Ramon 8. Generation wiederentdeckt. Die aufwendige, wunderschöne Architektur steht exemplarisch für Gregorius' brillante Arbeit. Doch das ist nicht alles. Er leitete den Fluss in den Untergrund um und errichtete das Wasserwerk sowie das Abwassersystem. Während Dürrezeiten kann der Komplex sogar als Anlage zur Wasserspeicherung genutzt werden. Der Bau kann nur als ein architektonisches Meisterwerk der damaligen Zeit betrachtet werden. Aber seine Schönheit ist eine Vergeudung für den Einfallspinsel, der im Moment auf dem Thron sitzt. Wie keiner Ramon leiden kann. Er sieht in diesem Ort einzig den Nutzen darin, diejenigen zu ertränken, die sich gegen ihn auflehnen. Frechheit. Gregorio muss sich im Grabe umdrehen. Gute Arbeit. Gute Arbeit? Gute Arbeit. Oh, sieh dich einmal an. Ich habe was Neues für dich. Wie wär's? Einmal den Schlüssel. Und wenn ich noch wusste genug... Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Ich weiß. Krass, ne? Und einmal gerne... Aber was ist der wertvollste? Gut, das muss ich jetzt einmal nachgucken. Nur die... Na dann? Moment, ich muss einmal was nachgucken. Der gelbe. Geh willkommen. Der gelbe. Kostet mich 4 Pesetas. Ha, gute Instinkte, Fremde. Was hab ich denn da? Talisman. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Die Jahre sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen? Okay. Das ist geil. Ja, das ist richtig gut. Und jetzt kann ich hier... Komm. Nee. Das ist das auch ein bisschen wert. Dank, willkommen. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren ja, könnten. Ja, es kann sein, aber ich hab nicht fast viel alles. Zeit. So. Fremde, oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Oh, die ist geil. Das ist, was ich derzeit habe. Kein Platz, diese ein halbautomatisches Gewehr mit Schnee, die ist nicht so geil. Aber ich habe da schon ein Kofferweitung, aber auf jeden Gehört Fall. Gehört dir, Fremde. Gehört dir, Fremde. Ja, weiß ich doch. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könnte dir das Leben retten. Ich kann mit Blendgranaten herstellen. Das haben wir extra für dich aufgehoben. Dankeschön. So, und jetzt möchte ich gerne gucken, dass ich noch ein paar Waffen verbessere. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Okay. Könnte zwischen... Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremde. Und repariert, wenn es... Auch sieht weiterhin viel Glück, Fremde. Nee, falsch. Was mache ich denn da jetzt? Deine Waffen sind bei mir in guten Händen. Keine Sorge. Probier mal, ob's passt. Alter, der will aber... Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde.
ich nehme, was wenig kostet. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ja, ja, ich weiß. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nee. Nehme Reise. Danke. So, ich speichere jetzt hier. Für euch wird nichts anders sein. Ich mache nur einen kleinen Cut für mich hier rein. Was heißt klein? Es ist spät. Ich habe heute noch anderweitig zu tun. Und die nächsten in 10 Minuten schließe ich quasi dran. So, Dölle, weiter geht's. Beziehungsweise für euch geht's ja nicht weiter, sondern einfach hallo. Ich will, glaube ich, da durch. Ich weiß noch nicht, wie. Wie das klingt. Ah! Nächste. Was? Seit wann reicht ein Schuss aus? Das ist doch lächerlich. Da ist ein Schatz, da auch. Da komme ich hin, ne? Aber wie komme ich da hinten hin? Da muss ich, glaube ich, nochmal zurückgehen. Aber mache ich gleich. Die haben im Hauptgame aber ordentlich mehr ausgehalten, die Viecher. Agaradler? Warum Agaradler? Der ist direkt vor mir, ne? Oh nein! Nein! Und jetzt bist du da hinten dran. So. Ah, ich kann das Ventil ablassen. Na gut. Also das Wasser ablassen, nicht das Ventil. Der Beagle lässt das Ventil ab, nicht das Wasser. Ich habe das Gefühl, wir bekommen... Zielfernrohr. Nein, nein, ich will das hier. Biosensorisches Zubehör. Snimp. Oh, ich weiß, was das heißt. Splish, splash. Splish, splash. Oh, Luis. Das wird kein Problem mehr sein. Please, Luis. Karmalara. Ich weiß nicht das. Ach, ich lieb's ja, wenn sie mich auf Spanisch anmachen. Also nicht anmachen im Sinne von anmachen, sondern einfach scheiße sind. Mir Beleidigungen auf Spanisch entgegenwerfen. Upsala. Ein hässlicher Spiegel. Sehr schön. Berengar, ich hab ne Kugel in den Kopf gekriegt, das tat so weh. Guck mal, ich hab Kopfschmerzen von der Kugel. Oh, oh mein Gott, mein Kopf. Der standardtypische, kann ich das eigentlich? Ach, das geht auch. Wo ist denn hier noch einer? Einfach. Ada, beschwör's bitte nicht, danke. Der hat nichts mit, der hat auch nichts mit. Er gammelt da unten rum und denkt sich, boah, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Wie komme ich denn da hin? Indem ich da unten lang gehe? Ich versuch's mal. Sag mal, was ist mit dir falsch, Junge? Ich weiß, die Kopfschmerzen sind hart, aber halt durch. Ich kann sie dir vielleicht wegnehmen. Ich glaube, dafür muss ich wieder zum Dingsterbümster, ne? Warte mal, was? Wo muss ich denn hin? Ich will mal erst gucken. Splish, splash. Splish, splash. Hier war ich schon. Ah,
warte mal. Hier war ich schon mal, das ist nicht das Thema. Aber wie komme ich denn da hinten hin? Wie komme ich da runter? Das ist die viel interessantere Frage. Ich muss dem Weg da unten irgendwie folgen. Okay, das kriege ich hin. Wenn die Schätze sich hoffentlich nicht auflösen. Ich hätte nicht nach oben gehen sollen, war mein Fehler. Dies war mein Fehler. Wir gehen jetzt am besten für die Schätze hier lang, glaube ich. Wow! Na ihr? Wir geben erstmal die Pesetas. Alter, wie die Haie. Die nerven wirklich. Und jetzt kommt auch noch so ein Dude angerannt. Alter, wo schwimmt hier noch was rum? Mal los. Wow. Mir geht die Munition aus, wenn ich ehrlich bin. Nein. Ich will hier lang. Ein Schatz. Oh nein! Ah. Oh, Gott sei Dank. Marinette, das für mich. Hier geht's nicht weiter. Ich muss also hier lang. Nee. Muss ich gar nicht. Und Ada denkt sich, warum muss ich jetzt hier in dem Schmodder rumrennen? Warum? Au! Wo denn? Du bist bis da hinten hinweggeschwommen. Ich hab fast nichts mehr, ne? Shit. Hab ich denn... Ich habe zwar genug, ich könnte aber, warte mal, was kann ich denn herstellen? Blendgranaten? Nee, drei habe ich. Alles wieder so unsortiert hier. Habe ich auch. Gewehrmunition habe ich nicht. Ich muss das Geschütz da loswerden. Ich will nicht ohne diesen einen Schatz da abhauen. Ihr könnt euch sicher denken, welchen ich da meine. Aber der Beagle ist halt mal wieder zu doof, Karte zu lesen. Es sollte euch jetzt nicht überraschen, dass der Beagle zu doof ist, Karte zu lesen. Das Ding nimmt zwei Plätze weg. Wenn die Dings kommen, also die Los, Nee, ich muss, glaube ich, hier durch. Moment. Okay. I'm on my way. Gummo ist da. Gummo ist da. Gummo ist da. Also ich mag ja die Pistole. Deswegen... Fände ich es cool, wenn ich noch ein bisschen Pistolenkram finden würde. Bessettas gehen aber auch. Ah, komm, während ich kletter, ist es ziemlich unfair, wenn ihr mich fragt. Okay. Er lebt noch, ne? Er lebt noch. Ach, komm. Durch. Du hast bestimmt auch was fallen gelassen. Oh ja, achso. Leute. Ich habe das Gefühl, dass das mit Ada noch echt spannend werden kann. Okay, also. Jetzt kann ich den Weg... Oh, 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 oh. Das wollen wir natürlich nicht zurücklassen.
Wenn die mir das so bereitwillig doch hier geben, dann nehme ich das natürlich bereitwillig mit. Nimm Pistolenmunition, ist sehr gut. Jetzt bin ich nämlich hier. Und dann gehe ich jetzt nochmal zum Händler und verkaufe dir ein bisschen Krimskramse. Oh, stopp, stopp, stopp. Aber nur große Teile. Ich bräuchte kleine Teile, Leute. Willkommen. Du sagst gar nichts, du Penner. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Das stimmt wohl. Mehr kann ich ihm gar nicht verkaufen, fällt mir gerade auf. Ein hervorragender Deal. Aber was ich ihm verkaufen kann, ist das hier. Besten Dank. It's no problem at all. No problem at all. So, was wollte ich jetzt tunen? So gehen endet quasi tunen. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entstehen. Hast du recht, hast du recht. Die Pistole ist. Aber wenn ich gegen. Hier, wie du es haben wolltest. Langsam verstehen wir deinen Geschmack angenehmer. Ich glaube nicht, dass du meinen Geschmack verstehst, aber ist okay. Hätte ich jetzt eigentlich Platz für die. Armbrust? Das ist eine sehr interessante Frage, ne? Die würde ich nämlich echt gerne mal ausprobieren, die Armbrust. Hätte ich. Sehr cool. Lass mal schauen. Zack. Oh Gott, nein. Nein, nein, sorry, sorry, sorry. Ey, da hat ja die TMP immer. Also, ne? So, ich wollte. Ich will doch einfach nur. Danke. Keine Ahnung, ob das jetzt eine geistreiche Idee ist. Wir werden es sehen. Sehr cool. Sehr cool. Ich glaube, jetzt kann ich weitergehen und ich werde direkt die Sprengpfeile benutzen. Und zwar hier lang. Ich bin's gespannt. Ich glaube, es ist völlig egal, wo ich lang gehe. Nein, es ist nicht völlig egal, wo ich lang gehe. Aber ich muss ja auch gleich mal einen Cut reinmachen, weil dann kommt der richtige Cut, der echte Cut. Nicht der, ich muss generell eine Pause machen, Cut. Ich hab's gesehen. Not bad, not bad. Hier ist aber auch kein Schatz mehr. Wo muss ich eigentlich hin? Man weiß es nicht genau, man munkelt noch. Aber ich kann da lang gehen. Und wo geht's da hin? Nirgendwo hin. Ich hör's doch. Lad nach, Eda. Ist in Ordnung. Ach so, ich hätte da durchgekonnt. Ja gut. You almost here. Oder there. Okay. Gut, Leute.
Dann machen wir hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird spannend mit Ada. Ich kann endlich Pfeil und Bogen benutzen. Oder ihre Armbrust. Dafür ist sie auch sehr berüchtigt. Zumindest in Teil 6 hatte sie eine Armbrust, die ich auch recht gern benutzt habe in Teil 6. Und auch die TP hatte sie auch. Ja. Und einen unsichtbaren Freund. Hank. Hank? Ich habe, glaube ich, immer den Namen falsch ausgesprochen. Cupcake-Katze würde es jetzt schon wieder korrigieren und ich wäre ihr dankbar darüber. Nun gut. Also, haut rein, ihr Lieben.